Hallo, ihr Schönen. Lange ist's her. Gerade eben habe ich einen Kommentar gelesen. Wo bist du denn? Du hast schon seit 4 Wochen keine Videos mehr gemacht. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie lange ich euch hier nicht mehr gesprochen habe. Ich habe nämlich so viele kleine Wesen kennengelernt, dass mir das gar nicht aufgefallen ist, dass ich so lange keine Videos mehr gemacht habe. Aber davon wollte ich später erzählen. Wo bin ich? Was mache ich? Was passiert überhaupt? Also, ich stehe hier im Dunkeln in der Fußgängerzone. Es ist gleich 1 Uhr schon. Und hier hinter mir sind Schaufenster. Ich bin gerade auf Norderney. Achso, die kleine Mühle ist auch hier. Ja, die kleine Mühle ist auch da. Ich bin gerade auf Norderney. Norderney ist eine kleine Insel im Norden. Und ich bin jedes Jahr auf Norderney um diese Zeit, seit den letzten 4 Jahren, weil ich mit meinen Eltern traditionell hier immer Urlaub mache. Und meistens weiß ich schon zu dieser Zeit, dass ich bald weg bin und dass ich den Winter über wahrscheinlich wieder viele Monate halt fort bin. Und dann ist das hier immer so ein bisschen unser Weihnachtenersatz oder unser Familientreffen. So ein kleines bisschen, ja. Ich bin so spät noch unterwegs. Und hab mir gerade richtig mehr durchs Gesicht peitschen lassen und ein bisschen gute Musik gehört, weil ich natürlich, wie es bei einem Familientreffen mit den Eltern nicht ausbleibt, mich heute in einer Konfrontation wiedergefunden habe und dringend so ganz pubertierende Tochtermäßig einfach raus musste. Und jetzt laufe ich hier wie eine 16-Jährige mit Kapuze durch den Regen und höre traurige Musik. Wow. Ich habe meine Eltern echt nicht lang gesehen und man kann echt nicht sagen, dass sie mich sehr vermissen. Es war, also, sie waren, ach, es ist so schwer mit meinen Eltern, die sind echt schwierig. Im Übrigen hat es auch so lange mit den Videos gedauert, weil ich ein bisschen davon abgeturnt war, dass meine Mutter anscheinend diese Videos schaut. Hallo. Hallo. Herzlich Grüße an dich. Ich habe gesagt, Mama, du hast YouTube-Verbot. Und sie hat gesagt, das stimmt überhaupt gar nicht. Die Videos sind doch öffentlich. Ich kann die gucken wie jeder andere auch. Und ich sage, ja, aber wenn du mir nicht versprechen hast, dass du sie nicht schaust, muss ich dich auf YouTube blockieren. Und sie hat gesagt, das kannst du überhaupt gar nicht. Und das stimmt leider. Ich kann sie gar nicht blockieren. Ich kann sie davon abhalten, dass sie Kommentare schreibt. Aber es würde sie nie tun. Sie guckt nur geheim. Sie guckt ganz geheim und dann würde sie in ein paar Wochen mal nebenbei fallen lassen, dass sie sich alles angeguckt hat. Also ja, meine Mutter schaut jetzt auch diese Videos. Wir sind also in guter Gesellschaft. Hallo. Und ja, der zweite Grund, der eigentlich viel größer ist noch, ist, dass ich auf meiner Tour, ich habe eine große Tour gespielt. Also ich habe kleine und große und private und öffentliche Veranstaltungen gespielt. In Hannover und in Berlin und in Leipzig. Und in Kübach und in Ulm und in bei Stuttgart. Genau, sehr, sehr, sehr viele Konzerte. Und ja, ich hoffe, dass alle Leute, die zu einem Konzert kommen wollten, es irgendwie mitbekommen haben. Weil es so eine komische Zeit ist, waren die Konzerte zum Teil innerhalb von 24 Stunden geplant, sodass ich das nicht richtig euch mitteilen konnte, dass da eins ist. Einige haben es irgendwie trotzdem mitbekommen, das freut mich total. Und zum anderen sind viele Veranstaltungen, wo ich spiele, einfach privat. Und dann ist es da wahnsinnig schwer, dazu Menschen einzuladen, so auf so eine Art und Weise, dass es hinterher immer noch eine Privatveranstaltung ist. Ich darf also, wenn ich auf einer Privatveranstaltung spiele, zum Beispiel jetzt in Ulm oder so, und da aber halt irgendwie noch 3, 4 Plätze frei sind für ein Wesen und ich die einladen darf, dann darf ich das zum Beispiel nicht so auf Facebook oder so rausposaunen, dass ich ein Konzert spiele, weil in dem Moment, in dem ich halt Leute einlade, dahin zu kommen, ist es halt wieder keine öffentliche Veranstaltung mehr. Genau, deshalb ist es gerade ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz habe ich ganz, ganz, ganz viele Wesen kennengelernt und es gab so viele Erlebnisse. Wow, ich stehe gerade nicht mitten in der Fuß. Ich stehe hier windgeschützt, weil es ist total Sturm in diesem Eingang hier. Und Timmy fragt sich die ganze Zeit, ob wir hier jetzt Leute besuchen oder nicht. Die denken nicht unbedingt von der Tür stehen, dass wir jetzt rein wollen. Mein Schatz, wir gehen hier gar nicht rein, wir kennen diese Menschen nicht. Peters und Hoffendorf kennen den nicht, mein Liebstes. Ich habe auf meiner Reise sehr viele Menschen kennengelernt, die meine Videos gucken.
und habe ganz absurd schöne Gespräche gehabt, super süße Sachen gesagt bekommen, Geschenke bekommen, so schöne Situationen gehabt, dass irgendwie ganz viel bei mir passiert ist. Es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Also ihr alle, ihr, die ihr diese Videos guckt, ihr wart für mich immer eine große, anonyme Wolke. Und ich habe so sehr viel Liebe gespürt und auf jeden Fall positive Vibes. Aber jedes Mal, wenn ich hier so in diese kleine Kamera, das ist scharf, ist aber kein Mensch, oh Gott. Jedes Mal, wenn ich in diese Kamera reinspeichere, dann weiß ich ja nicht so ganz genau, wo es ankommt, wer sich das anhört. Ich weiß irgendwie, dass es in guten Händen ist und ich weiß, dass es irgendwie auf Liebe trifft, aber ich weiß nicht, auf wessen Liebe. Ja, und ich habe ja schon so viele Videos gemacht und so persönliche Sachen geteilt. Und jetzt ist das so, dass ich so viele von euch Menschen kennengelernt habe, die ihr diese Videos guckt. Und ihr seid alle so wunderschön. Ihr seid so wunderschön, dass ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ihr seid so schön, wenn ihr zu meinen Konzerten kommt, beziehungsweise wenn ich auf die Bühne komme und ich sehe euch alle, dann ist das so, als wäre ich durch die Stadt gegangen und hätte mir die allerschönsten Menschen rausgepickt. Die Leute, mit denen ich gern sprechen würde, mit denen ich gern befreundet wäre. So die allerschönsten und buntesten und liebsten Menschen. Das hätte ich die alle rausgepickt und in einen Raum gesetzt, um für die zu spielen. So seht ihr aus. Aber ich habe euch gar nicht ausgesucht. Ihr habt mich ausgesucht und ihr habt es euch selber ausgesucht zu kommen. Und ihr seid so schön und ihr seid so lieb und ihr seid so bunt und so warm und so licht. Und ihr habt so schöne Geschichten und ihr seid so stark und so interessant und so farbenfroh. Und jetzt nach dieser ganzen langen Tour, also wo ich unzählige, wahnsinnig schöne Begegnungen mit euch hatte, jetzt stehe ich hier nach dieser ganzen langen Tour und alles, was ich in diese kleine Kamera reinsprechen könnte, kommt mir plötzlich wahnsinnig banal vor. Also ich habe davor immer so kleine Gelegenheitsvideos gemacht und so, hey, da bin ich und ich mache gerade das und das und ich denke gerade an das und das. Aber ich kenne euch jetzt alle, also nicht alle, aber viele. Und das ist jetzt irgendwie total krass und auch voll die große Sache, mit euch zu sprechen, weil ihr alle so schön seid. Ja, aber ich versuche, dass ich es einfach trotzdem mache, weil es hat ja davor gut funktioniert. Und wenn ich einfach vergesse, wie schön ihr seid, nein, wenn ich mir nicht auferlege, dass... genau, dass es ganz irgendwie besonders sein muss oder so. Es hat sich irgendwie nur was verändert zwischen uns, weil ich jetzt weiß, wie schön ihr seid. Ja. Wow. Ich hatte einen echt krassen Tag. Ich sehe wahrscheinlich auch so ein bisschen durch aus. Ich war den ganzen Tag in der Sauna und gestern auch und vorgestern auch. Ich liebe Saunieren über alles. Und hier auf Norderney, das ist also eine winzig kleine Stadt, wo jetzt echt die Bürgersteige hochgeklappt sind. Aber hier, es gibt im Prinzip nur eine Stadt und in dieser einen Stadt gibt es ein Thermalbad und das heißt Thalasso. Und das ist mega, mega, mega cool. Die haben also natürlich sowas wie eine Wasserrutsche und so Sachen. Hallo mein Mädchen, hallo du kleine Maus. Aber die haben auch ganz viele verschiedene Salzgrottenbäder, die alle mit dem Salz aus der Nordsee sind oder mit noch extra Meersalz. Es gibt zum Beispiel die Salzgrotte. Und das ist wahnsinnig geil, weil ich nämlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht schwimmen kann. Ich kann überhaupt nicht schwimmen. Ich mag auch Wasser gar nicht so gerne. Also ich bin auf gar keinen Fall eine kleine Schwimmmaus. Und wenn ich irgendwie mit Freunden zum See oder zum Strand gehe, kann es gut sein, dass auf dem Nachhauseweg irgendjemand sagt, hä, Pernilla, du warst überhaupt gar nicht im Wasser. Und das stimmt, ich gehe manchmal nicht rein. Außerdem kann ich nicht so gut schwimmen. Ich kann echt nicht gut schwimmen und ich habe irgendwie wahnsinnige Panik so vor tiefen Gewässern und mag das gar nicht, wenn der Boden unter meinen Füßen weggeht und mag gar nicht so Wasser in der Nase und im Auge und mag auch nicht, also nasse Haare, also wenn die so schwer sind und man dann damit rumläuft den ganzen Tag, so, weil ich habe halt eine Trockenhaube. Wenn ich mir die Haare wasche, dann benutze ich die und dann sind meine Haare von einer Stunde zur anderen nicht mehr 5 Kilo, sondern nur noch irgendwie 1 Kilo schwer und das ist verkraftbar. Auf jeden Fall. Ich treffe die ganze Zeit ab. Die kleine Büchse, die ist so süß. Sieht
so süß und schaut raus. Wow, ich sitze ja echt wie ein Penner in diesem Schaufenster. Aber ich will jetzt mit euch reden. Ich habe hier gerade meine pubertierende 16-jährige Zeit. Und habe, also, meine Mutter hat gesagt, alles okay. Und ich so, ja, ist alles okay. Und dann habe ich so richtig traurig so die Tür zugezogen und laufe jetzt hier mit meinen Kopfhörern durch die Stadt mit meiner Wolfskopfhut so, wow. Und ich habe jetzt hier meine Pubi-Zeit und deshalb darf ich jetzt hier wie ein Penner in diesem wow, in diesem Schaufenster sitzen. Wow. Was gibt's überhaupt hier? Hier gibt's diese Dinge. Falls jemand was davon will, da ist der Name Edom Mode. Mode steht da. Auf jeden Fall ist dann, weil ich ja Wasser nicht so gerne mag und auch nicht so gerne schwimme, würde ich dann normalerweise jetzt nicht so in so ein riesengroßes Becken gehen und ein paar Bahnen schwimmen. Aber dieses Bad ist mega geil, weil das ist so salzig, dass sogar ich da schwimmen kann. Und sogar ich dort toter Mann machen kann. Und ich kann nie toter Mann machen, weil ich einfach untergehe und mir Wasser in die Nase und ins Ohr. Und Crystal ist der größte tote Mann-Fan, die größte tote Frau auf der Welt und hat gesagt, sie wird mich daran heranführen, weil sie hat ja jahrelang auf Okinawa jeden Morgen vor dem Job den toten Mann gemacht und sie hat gesagt, hey, wenn es jemanden auf der Welt gibt, der den toten Mann aus dir rausholt, die tote Frau aus dir rausholt, der dir zeigt, wie es geht, dann ich. Und sie hat es versucht, wir haben so eine Art Wasser-Shiatsu-Tag gemacht und es hat nicht funktioniert, ich kann immer noch kein toter Mann, meine Beine gehen einfach unter. Aber nicht in der Salzgrotte und da war ich heute. Da kann man wunderbar sich treiben lassen und es ist einfach sehr, sehr, sehr toll. Sehr toll. Dann gibt es noch das Feuerbad. Das ist sehr, sehr, sehr heißes Wasser. Ich glaube 60 Grad. 60 Grad heißes Wasser, richtig heiß. Aber dann gibt es oben den Saunabereich und dann gibt es die Kelo-Sauna und den Kupferkessel und die 90 Grad Sauna, da war ich heute auch drin. Und das ist richtig toll. Es war so heiß, dass ich zwischendurch Angst hatte, dass meine Metallperlen im Haar so heiß werden, dass der Dread einfach abfällt. So heiß war es. Wow. Ja, hier laufen Leute vorbei. Ich hoffe, keiner denkt, dass ich hier hin pipi. Ich pipi ja gar nicht. Ich hocke mich noch ein bisschen aufrecht, da hält nicht, dass einer denkt, ich pippe hier hin. Oh Gott, nein, nein. Mü. Mü ist die Beste. Auch Mü pippet hier nicht hin. Niemand pippet. Die gesehen, was sie für süße Locken hat? Sie kriegt immer, wenn es so regnet und so, dann kriegt sie immer diese kleinen Lockies. Diese kleinen, du bist so ein Liebes. Auch bist du so ein Liebes. Achso, ich habe übrigens ein Handtuch vergessen und einen Bademantel und Badeschuhe und einen Badeanzug. Deshalb trage ich den Badeanzug von meiner Mama, der mir ungefähr 1 Million Mal zu groß ist und trockne mich mit einem Vorhang ab. That's me going on a sauna adventure. Es war schon von vornherein klar, dass wir zur Sauna gehen. Das ist unser Saunaurlaub. Ich habe einfach nur alles vergessen. Ich habe alles vergessen. Wir sind in Spanien. Dass man überhaupt noch reisen kann. Hier sind so viele Leute sind da aus anderen Ländern. Ach genau, das erinnert mich daran, dass mich auf den Konzerten ganz, ganz, ganz viele Wesen gefragt haben, wie eigentlich mein Plan ist und ob ich dieses Jahr in Deutschland bleibe oder wieder nach Syros gehe. Also ich mache auf jeden Fall etwas. Ich möchte auf gar keinen Fall in Deutschland bleiben. Ich finde, alles deutet wieder auf sehr unlustige Zeiten hin und auf einen sehr langen, dunklen Winter. Und ja, also meine Konzerte werden jetzt schon abgesagt. Ich hatte eigentlich nächstes Wochenende 3 Konzerte und sind alle weg. Und ich denke, dass es wieder eine Zeit kommt, wo ich keine Konzerte spielen kann. Und da macht es für mich absolut gar keinen Sinn, in Deutschland zu sein, wenn ich nicht arbeiten darf gerade. Wow. Ich bin jetzt nicht so der Maskenfreak, aber das fand ich jetzt echt nicht lecker. Aber es lag wohl nicht an Corona. Der hat sich voll reingehustet. Okay, was wollte ich sagen? Ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Mein Schatz, was wollte ich nochmal sagen? Fuck. Achso, genau, immer wenn ich keine Konzerte spielen kann, will ich nicht hier sein. So, ganz kurz. Und deshalb versuche ich auf jeden Fall noch irgendwo hinzugehen. Es hätte dieses Jahr wieder die Möglichkeit gegeben, nach Griechenland zu fahren. Ich habe aber, also das wäre das gleiche Haus dann, aber ich möchte nicht... Boah, das ist die Polizei. Wow, ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Oh, ich sitze. Sie halten. Oh Gott, sie fahren weiter. Mein Herz. Oh Gott, nicht, dass die Polizei denkt, ich pipi hier hin. Schau mal, wie ich hier sitze. Ich sitze hier, aber ich sitze auf meinem Pommes. Das stimmt nicht. Das ist diese Yoga. Ich kann stundenlang so sitzen. Das ist richtig angenehm. Das ist so praktisch auch. Weil wenn ich mich über mit dem Po hinsetzen müsste, dann
will ich halt eine Blasenentzündung nach der anderen kriegen, weil ich sehr, sehr gern draußen sitze. Es ist so praktisch, so gut sitzen zu können. Aber eigentlich geht der Asian Squat noch mit Beinen weit auseinander. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich habe nichts drunter und dann wäre es irgendwie uncool. Hallo Mama. Wow. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Genau, deshalb bin ich bald weg. Ich bin bald weg. Ich bin bald weg. Ich sage euch noch nicht, wohin. Alles, was ich euch sage, ist, dass ich euch mitnehme. Und falls ich dort nicht mehr rüberkomme, bevor ich all meine Besorgungen gemacht habe, die ich noch machen muss, und es dauert noch ein bisschen, es dauert noch 2-3 Wochen vielleicht, bis ich weg bin. Und falls es aus irgendeinem Grund nicht mehr klappt, dass irgendeiner an der Grenze sagt und sagt, sie dürfen nicht rüber, dann habe ich mir schon, den Tipp gebe ich auch noch, in dem Land jemanden organisiert, der sagt, dass ich seine Verlobte bin, damit ich es noch rüber schaffe. So ausgecheckt ist das Ganze. Ja, aber ich denke mal, es wird gut klappen. Es wird gut klappen. Ich schaue, dass ich möglichst bald rübergehe. Ich muss noch ein paar Sachen. Ich habe noch ein einziges Konzert. Hier ist gerade ein recht schönes Blatt reingeflutscht. Ein Konzert habe ich noch und eine Studioaufnahme mit Praful wieder. Und da muss ich halt noch ein paar Besorgungen machen. Und dann geht's schon los. Ich freue mich riesig, 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 riesig. Und genau, mit der kleinen Mimo ist ja auch noch zum Tierarzt. Da muss nämlich auch noch eine Vorkehrung gemacht werden, damit auch die Mühe in dieses Land reisen darf. Könnt ihr jetzt mal alle überlegen, was das ist. Ja. Und schreibt mir mal unten drunter, ob ihr das verstehen könnt. Ob ihr das verstehen könnt, dass es irgendwie komisch ist, jetzt mit euch zu sprechen, wo ich jetzt weiß, wie schön ihr seid. Und schreibt mir mal drunter, ob ihr raten könnt, welches Land. Und schreibt mir mal drunter, ob ihr euch darüber freut, wenn ich euch wieder mitnehme. Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich jetzt auf meine Musik. Ich habe gerade einen richtig coolen Künstler entdeckt, den wahrscheinlich alle schon kennen, nur ich mal wieder nicht. Und den höre ich jetzt da. Ich muss jetzt mal alle Songs mir richtig schön durchhören. Ich küsse euch sehr doll und ich habe euch lieb. Und ich gehe jetzt wie eine pubertierende 16-Jährige wieder nach Hause und hoffe, dass meine Ellies schon schlafen. Oder zumindest reumütig mit Wein dort auf mich warten. Das hoffe ich jetzt. Und Mama, wenn du das siehst, dann denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, was dort passiert ist. So, ich habe euch ganz doll lieb. Bis bald. Und wow, ich leg jetzt auf.